So, weil wir eine prophetische Bewegung sind, studieren wir jetzt auch die Prophetie. Und wir gehen in Offenbarung 13 hinein, heute in Vers 8, obwohl das eigentlich gar nicht so ein prophetischer Text ist, sondern mehr ein persönlicher Text, Vers 9, Verzeihung. Genau, 8 haben wir letztes Mal gemacht. Und das wird ein ganz spannendes Studium. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, wir schaffen alles, was wir uns vorgenommen heute. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam ein Anfangsgebet zu sprechen. Und dann knien wir dazu nieder. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir zu dir kommen können. Wir möchten dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, dass die Worte, die wir hören, nicht einfach nur irgendwelche Worte sind, sondern dass du zu uns sprichst. Dass dein lebensspendendes Wort unsere Herzen berührt, dass wir Kraft bekommen, Mut bekommen und Tröstung bekommen in den Situationen, in denen wir gerade sind. Und dass wir ernsthaft aufpassen auf das, was du uns sagen möchtest. Und wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass dein Wort niemals leer zurückkehrt. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Offenbarung 13 und Vers 9. Ich würde sagen, es ist der kürzeste Vers in Offenbarung 13 und eine der kürzesten Offenbarungen überhaupt. Dort heißt es nämlich in 7 Worten, 1, 2, 3, 4, ja, 5, 6, 7. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Jetzt offensichtlich, das bezieht sich natürlich auf, ja, worauf bezieht sich das eurer Meinung nach? Also jetzt, wenn man Offenbarung 13 liest und man liest Vers 9, worauf bezieht sich zuallererst mal? Aufs Hören, ja, was soll man hören? Aufs Vorhergehende, nicht wahr? Ihr erinnert euch, was wir letztes Mal studiert haben, da, dass es zwei Gruppen gibt, die verloren gehen werden und die im Buch des Lebens stehen. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und angesichts dieser enormen Entscheidung, Buch des Lebens oder verloren gehen, heißt es, wer ein Ohr hat, der höre. Ja. Das ist also eine wichtige Dinge, eine wichtige Entscheidung. Jetzt kommt aber diese Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, ja nicht nur hier vor, oder? Und wir haben es gerade schon angedeutet, ich glaube, Jota, du hast es gesagt, wo kommt das schon mal vor, dieser Ausspruch? Genau, schauen wir mal in Offenbarung, wo kommt es zum ersten Mal vor, welcher Vers? Offenbarung 2, Vers 7 und dann kommt das halt immer am Ende der jeweiligen Sendschreiben. Schauen wir mal, was können wir aus Offenbarung 2, Vers 7 noch zusätzlich lernen? Schauen wir mal, was dort heißt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Was lernen wir aus diesem Vers in Bezug auf Offenbarung 13, 9, wer ein Ohr hat, der höre, was jetzt hier nicht explizit steht, aber was jetzt durch die Verbindung uns deutlich wird? Was kommt hier noch dazu? Okay, es ist der Geist, ja. Das heißt, auch in Offenbarung 13 spricht zu uns der Geist. Ganz wichtig. Wenn wir Offenbarung 13 studieren, ist es nicht nur unsere Aufgabe, geschichtlich nachzuweisen, aha, das Papsttum hat von dann und dann regiert, aha, die Lehren des Papstes widersprechen diesen biblischen Lehren, aha, das ist also das kleine Horn aus Daniel 7, hier in Offenbarung 13, das kann man alles verstehen. Aber das ist noch nicht, was der Geist sagt. Wir haben gestern letztes Mal darüber gesprochen, ja, wie seine persönliche Botschaft für uns haben muss. Was können wir noch lernen aus diesem Vers? Das Wichtige ist, dass man da irgendwo in die Gemeinde reinkommt, weil es hat mich bewegt, dass ich eine Gemeinde gesucht habe, wo sie gekommen hat. Es ist an eine Gemeinde, ja? Heute gibt es ja immer wieder auch Christen, die sagen, ich bin einfach so Christ, ja? Vielleicht lasse mich irgendwo taufen, vielleicht taufe ich mich sogar selbst oder wie auch immer, ja? Ich bin einfach so isolierter Christ, ich, Gott und niemand anders. Aber der Geist spricht an eine Gemeinde. Ja. Und die Offenbarung, wisst ihr, an wen die Offenbarung gegeben ist? An wen ist die Offenbarung gerichtet? Ja, was steht in Offenbarung 1, Vers 1? Wem ist sie gegeben? Den Knechten, genau, den Knechten. Nicht dem Knecht, einem Einzelnen, sondern den Knechten. Das ist eine Gruppe von Leuten. Ja. Das heißt, diese Dinge kann man auch nur wirklich verstehen, wenn man eine Beziehung zu Jesus hat. Ja. Das heißt, die Offenbarung
kann man es eigentlich wirklich gründlich studieren und verstehen, wenn man Jesus kennt? Das, ja, natürlich, die Offenbarung offenbart auch Jesus und wir lernen durch ihn, durch sie besser Jesus kennen. Aber wenn ich mich von der Gemeinde abwende oder mich nicht mit der Gemeinde zu tun haben will oder auch mit dem Evangelium nicht zu tun haben will, dann kann ich da vielleicht zwar die Worte hören, aber ich höre nicht, was der Geist spricht. Er spricht an eine Gemeinde. Was können wir noch lernen aus diesem Vers? Also spricht der Heilige Geist, er spricht an eine Gemeinde. Aha. Und was passiert dann, wenn wir überwinden? Dann werden wir genau, wie nennt man das? Eine Verheißung. In allen Fällen, in jedem Sendschreiben, könnt ihr das nachgucken, immer, es steht immer am Ende, nicht wahr? Wer ein Ohr hat, höre, den, was der Geist den Gemeinden sagt. In jedem Fall ist das an eine Verheißung gebunden. Und die Verheißung an eine Bedingung. Das ist immer die Bedingung, wer überwindet, dem werde ich, nicht wahr, einen weißen Stein geben und seinen neuen Namen da. Und ich, dem werde ich, der wird mit mir, nicht wahr, in weißen Kleidern einhergehen. Und dessen Name wird nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lammes. Und der wird mit mir auf dem Thron sitzen, so wie ich mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer überwindet, dem werde ich. Das heißt, es ist immer verknüpft mit einer Verheißung. Wenn ich also eine Verheißung habe, was brauche ich also? Das stimmt, ja. Also in Bezug jetzt den Gedanken andersrum. Wenn ich irgendwo eine Verheißung habe, womit ist es mal verknüpft? Ja. Genau, ein Ohr zu hören. Denn nur wenn ich ein Ohr habe, um zu hören, kann die Verheißung und die Bedingung auch treffen. Ja? Wir wollen uns heute Gedanken machen, was bedeutet das, dieses, wer ein Ohr hat, der höre. Denn so viele Menschen reden auch über Verheißung und verstehen vielleicht auch, dass Verheißungen Bedingungen haben, aber sie erleben nicht die Kraft der Verheißung, ja? Weil das fehlt. Ein Ohr zu hören. Übrigens, wer spricht in Offenbarung 2 und 3 zu den sieben Gemeinden? Ja, Moment mal, doch gerade gesagt, der Heilige Geist. Wer sagt, die sieben Sendschreiben werden von Jesus diktiert, gesagt und wer sagt, der Heilige Geist? Wer macht's, der Geist oder Jesus? Das ist Jesus, ja? Also, wir haben in Vers 7 gelesen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, ihr könnt, das ist ganz interessant. Immer am Anfang der Sendschreiben spricht Jesus, ja, zum Beispiel, der die sieben Sterne seiner Rechten hält, oder dann in Vers 8, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist, ist Jesus, oder? Oder Vers 12, das sagt der, der das scharfe zweiständige Schwert hat, Jesus. 18, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und dann in Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 29, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, wir haben immer jedes Sendschreiben. Am Anfang haben wir Jesus, dann haben wir den Inhalt und am Ende haben wir den Geist. Könnt ihr das sehen? Was sagt euch das also? Jesus ist der Heilige Geist? Jesus spricht, aber wer spricht eigentlich? Also, ja, genau. Was er hören wird, wird er reden. Und genau, weiß jemand, sehr, genau den Vers habe ich gesucht. Wo steht der Vers? Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er nicht aus dem. Johannes ist schon gut. 15 ist fast richtig. 16 ist noch besser. Schauen wir Johannes 16 an. Hm? Genau. Also bis 15. Aber wir können Vers 13 eigentlich schon lesen, nicht wahr? Vers 13 ist schon der Gedanke, den du gesagt hast. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Also wenn der Heilige Geist spricht, also wenn es hier heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, dann ist das nicht das, was der Heilige Geist sich selbst überlegt hat
obwohl er das könnte. Ihr wisst, es gibt Stellen, wo der Heilige Geist auch spricht, nicht wahr? Und sagt so und so. Sondern es ist das, wie es heißt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Also kein Widerspruch, nicht wahr? Jesus hat es gesagt und der Heilige Geist sagt es den Gemeinden. Das heißt, der Heilige Geist ist derjenige, der die Worte Jesu dem Gläubigen nahebringt. Ja? Jesus sagt etwas und es ist der Heilige Geist, der diese Dinge jetzt dem Gläubigen hinein in sein Herz bringt. Jesus ist, also der Heilige Geist ist derjenige, der die Botschaft Jesu für mich praktisch in mein Leben bringt. Es ist der Geist, der spricht. Ja? Ja, es geht auch wieder andersrum, nicht wahr? Also das, was ich sage, wird dann nur mit dem Unterschied, dass der Heilige Geist die Worte Jesu nicht umformulieren muss, sondern wir können sie eins zu eins übernehmen. Aber wenn wir was zu Gott sagen, dann muss ich sagen, okay, das habe ich erstmal verstanden, inhaltsmäßig, aber wir müssen umbauen, nicht wahr? Und das anders ändern, so kann man es auf jeden Fall nicht beten, das geht so gar nicht. Das wäre auch gegen das und gegen die Verheißung und jetzt machen wir es mal, du hast wahrscheinlich das gemeint. Ich weiß, du hast das gemeint, so beten wir es, ja? Seid ihr froh, dass wir einen Heiligen Geist haben, der alles nochmal modifiziert, was wir beten? Genau. Schaut mal mit mir in Offenbarung 1, wo wir auch nochmal diesen Gedanken vom Hören haben, dass das Hören so wichtig ist. Schaut mal Offenbarung 1 und dort Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören. Und bewahren, was daran geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Offenbarung lesen, es gilt ja nicht nur für das Buch der Offenbarung, sondern für alles, was wir lesen, müssen wir nicht nur studieren, wir müssen hören, was sagt Gott wem? Mir, dem Knecht. Manchmal lesen wir die Bibel, um zu erfahren, was sagt Gott meinem Bruder, meiner Schwester. Ja? Habt ihr schon mal so Texte gefunden, wo er sagt, bang, das passt genau auf Bruder X. Schon mal gefunden? Da gibt es 1000 Verse in der Bibel, nicht? Aber wenn wir die Bibel richtig lesen, dann spricht der Geist zu mir. Und da ist da, wo es wirklich anfängt zu brennen. Schauen wir mal das an. Ach, bevor wir das ein bisschen weiter anschauen, gibt es in der Bibel auch eine Stelle, wo von Leuten berichtet wird, die das Wort gehört haben, also das Wort zu ihnen kam, aber das nichts gebracht hat? Matthäus, Jesaja? Wo Paulus an einer Stelle sagt, sie haben genau dasselbe gehört wie ihr, es hat ihnen nichts genützt. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand das Evangelium hört und es nützt ihm gar nichts? Schaut mal mit mir in Hebräer. Hebräer 4. Hebräer 4 und dort Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Frage, was heißt auch? Genau, also wir sind nicht die Einzigen, sondern bei Ihnen genauso. Dann, was heißt Heilsbotschaft? Evangelium, ja. Wer sind jene? Nicht wir, genau, das ist immer gut. Von wem spricht er wahrscheinlich? Von allen, die es gehört haben. Die es nicht alle, die es auch gehört haben. Genau, von den Juden. Warum sagst du von den Juden? Genau, in Kapitel 3, Vers 16 spricht er über die Juden und 17, nicht wahr? Er sagt, also, er zitiert erst von Massa und Meriba da in Vers 7 und 8 und er sagt dann Vers 16, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten raus und dann die 40 Jahre in der Wüste, nicht wahr, und so weiter. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber, und jetzt hört genau zu, aber das Wort der Verkündigung hat jenen, was? Nicht geholfen. Warum nicht? Es war nicht mit dem Glauben verbunden. Was ist das Entscheidende beim Hören? Glauben. Das heißt, jetzt, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir sagen, wir müssen lesen und hören, bedeutet das nicht, dass ich jetzt lese und dann irgendwie auf eine mystische Erleuchtung warte. Ja? Versteht ihr, was ich meine?
Es bedeutet also nicht, dass Bibelstudium irgendwie nur oberflächlich ist, so nach dem Motto, das ist Bibelstudium, aber dann müssen wir hineinhören. Das meint es nicht. Sondern dieses Hören bedeutet Glauben. Der Geist, also ich lese und dann merke ich, das, was dort steht, betrifft mich und das glaube ich. Ich nehme es für mich in Anspruch. Die Verheißung, das Gebot, den Tadel, was auch immer es ist. Ich nehme es für mich in Anspruch, ich beziehe es auf mich. Und das haben die Juden damals nicht gemacht. Nicht mehr. Sie haben das Heiligtum vor sich gehabt und haben trotzdem nicht danach leben wollen. Ja. Kennt ihr einen Text in der Bibel, wo Wort, Glauben und Hören in einem Vers zusammenkommen? Wort oder das Evangelium, Glauben und Hören. Ja, letztendlich kommt alles von Jesus. Der Glaube kommt aus... Wo steht das? Paulus hat es gesagt, genau. Das ist schon ziemlich, kann man es ja gut einengen, nicht wahr? Römer. Schaut mal, Römer 10. Und jetzt seht ihr den Zusammenhang. Das heißt, wir wissen also, dass Evangelium nützt nur etwas, wenn ich glaube. Ansonsten nützt es gar nichts. Ja? Die ganze Predigten, Seminare, Workshops, Sabbatschule, alles umsonst, wenn ich nicht glaube. Jetzt schaut mal in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Hat jemand ein anderes Wort für Verkündigung? Aus dem Gehörten, genau. Wörtlich steht da aus dem Gehörten. Ja? Und das hat man übersetzt als, naja, man hört eine Predigt, man hört eine Verkündigung. Aber wörtlich steht aus dem Gehörten. Der Glaube kommt aus dem Hören, ja? Aus dem, was man gehört hat. Und woher kommt das Hören? Die Verkündigung aber durch, Verkündigung ist das Gehörte, ja? Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und Gottes Wort ist das Evangelium. Könnt ihr das sehen? Die drei Dinge, sagt Paulus. Er sagt, das Wort Gottes muss gehört werden, dann kann man glauben. Versteht ihr jetzt, warum Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre? Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nie glauben. Und ohne Glauben kann man nicht gerettet werden. Ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben. Aber Glauben kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Evangelium. Das heißt, wir wollen also lernen, wie kann ich das Wort, das Jesus spricht, wirklich buchstäblich hören? Was bedeutet das? Ja? Wie kann ich verstehen, was der Heilige Geist mir sagen möchte? Wir wollen einfach nicht intelligente Sünder werden. Wir wollen, dass der Heilige Geist mir zeigt, wie ich geführt werden soll. Hat Jesus in seinem Leben auch mal davon gesprochen, wer ein Ohr hat, der höre? In den Gleichnissen, genau, an mehreren Stellen. Wir schauen mal ein paar Beispiele an. Nicht nur in den Gleichnissen, aber auch. Fangen wir mal an in Matthäus 11. Matthäus 11 und dort Vers 15. Faktisch das gleiche wie in Offenbarung 13, Vers 9. Das heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt, worauf bezieht sich das bei Jesus an der Stelle, Matthäus 11? Wovon spricht er in dem Kontext? Er spricht über Johannes den Täufer. Und was sagt über Johannes den Täufer? Genau, Johannes hatte selbst ein bisschen gezweifelt, ja, und da wird eine Gesandtschaft abgesandt und Jesus sagt ihm nicht, weil er sagt, ich bin der Messias, er sagt, schau mal, ich war Blinde gehen und Tote werden auferweckt und Taube hören und glückselig ist, wer nicht Anschluss nimmt an mir, das war genug, Johannes hat sofort verstanden, was gemeint war. Aber dann sagt Jesus etwas zu seinen Jüngern, in den Versen danach, dass Johannes der Elia ist. Und was sagt er damit mit anderen Worten? Der Verkünder? Der Wegbereiter? Haben die Juden auf den Elia gewartet? Warum? Warum haben die auf den Elia gewartet? Ich war doch schon lange tot. Nicht tot, Verzeihung, der ist ja im Himmel. Quatsch, das erzähle ich. Es gibt eine Prophezeiung in Maleachi, ganz am Ende, nicht wahr? Vorletzter Vers, die, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt. Sie wussten, Elia kommt nochmal. Das heißt, wir haben eine Prophezeiung. Jetzt gut aufpassen. Wir haben eine Prophezeiung. Und was sagt Jesus über diese Prophezeiung?
Sie hat sich erfüllt. Sie hat sich erfüllt, ja. Und dann sagt er, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre. Aber da gibt es was Besonderes an dieser Prophezeiung. Da gibt es was Besonderes an dieser Prophezeiung. Was ist so besonders an dieser Prophezeiung mit dem Malachi, also mit diesem Elia? Was ist besonders an der Prophezeiung? Er sagt, Johannes ist Elia, ja? Er hat sie erfüllt, haben wir gesagt. Aber gibt es noch was Besonderes, was nicht mit Johannes zu tun hat? Die Prophezeiung sagt ja, da wird nochmal ein Elia kommen, richtig? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Ehe der? Kam der große und schreckliche Tag hier? War es der große und schreckliche Tag, als Jesus durch die Dörfer? Ja, es ist nicht der große schreckliche Tag, von dem Malachi spricht. Malachi spricht ja von dem. Das heißt, Malachi hat eine doppelte Anwendung. Richtig? Der Elia ist gekommen, aber Elia wird nochmal kommen. Woher wissen wir das? Schaut mal. Schaut mal in Matthäus 17. Genau, Matthäus 17. Da haben wir die gleiche Stelle. Können wir Vers 11 lesen, das reicht aus. In Matthäus 17, Vers 11. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Also kommt Elia noch? Ja, und dann sagt er, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Also, ist Elia schon gekommen? Ja. Wird Elia noch kommen? Doppelte Prophezeiung. Ja. Und inmitten dessen sagt Jesus, wer ein Ohr hat, der höre. Macht bei jemand schon Bling? Bling? Blink? Eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat und die sich noch einmal erfüllen wird. Wo etwas nochmal kommt, was schon mal gewesen ist. Die Prophezeiung hat sich erfüllt, aber sie liegt noch in der Zukunft. Wer ein Ohr hat, der höre. Ja. Wo steht unser heutiger Vers, in welchem Kapitel? Offenbarung 13. Gibt es in Offenbarung 13 auch schon eine erfüllte Prophezeiung? Ihr Lieben, in Offenbarung 13 gibt es da schon eine erfüllte Prophezeiung. Worum geht es in Offenbarung 13? Das Tier aus dem Meer, richtig. Und wer ist das Tier aus dem Meer? Das Papsttum. Ist das Papsttum schon Weltmacht gewesen? Ja. Ja. Wird das Papsttum noch Weltmacht noch werden? Es ist auch eine, hat auch eine doppelte Anwendung, nicht wahr? Spricht es nicht auch von dem Papsttum damals und von dem Papsttum, das noch kommen wird? Bisschen klar? Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt, wir haben hier eine doppelte Prophezeiung, ja? Doppelte Prophezeiung. Das heißt, das, was man da sieht in der Geschichte, hat eine Bedeutung für die Zukunft. Wenn man auf Johannes schaut, Johannes den Täufer, sieht man, wie der Endzeit-Elia sein wird, richtig? Wer ist eigentlich der Endzeit-Elia? Der zukünftige Elia. Ja. Was hat der erste Elia gemacht? Oder was hat Johannes gemacht als der erste Elia-Erfüllung? Was hat der Johannes gemacht? Den Weg bereitet, hat gepredigt, Gesundheitsreform, Kleidungsreform, getauft, nicht wahr? Die ganze Bandbreite. Ja, ganz genau. Was wird also der, wenn ich also auf die Erfüllung schaue, weiß ich auch, wie sich der endzeitliche Elia erfüllen wird, nicht wahr? Der wird auch den Weg bereiten auf das Wiederkommen Jesu, auf das Kommen Jesu. Der wird auch predigen, der wird auch andere zum Glauben, der wird auch einen einfachen Lebensstil, Kleidungsreform, Gesundheitsreform und so weiter und so fort. Ja, ich will nicht zu weit hineingehen. Also nur, dass ihr versteht, dieses Ohren, wenn Jesus sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, das sagt er nicht einfach nur, um den Platz zu füllen. Ja, wenn hier in Offenbarung 13 das erwähnt wird, dann ein aufmerksamer Bibelleser sagt, hey, das hat doch Jesus schon mal gesagt. Warum hat er das gesagt? Ah, da gibt es eine doppelte Erfüllung. Ja? Wenn ich auf Offenbarung 13 anschaue und mich frage, ja, wie wird das dann werden mit dem Papsttum am Ende? Dann gucke ich, wie es sich schon erfüllt hat.
im Mittelalter? Was hat das Papsttum da gemacht? Wie hat es regiert? Welche Prinzipien hat es angewandt? Welche Methoden? Wie ist es mit den Gläubigen umgegangen? Wie ist es zur Macht gekommen? Und viele der Prinzipien werden sich genauso wiederholen. Ja? Wer ein Ohr hat, der höre. Genau, das ist in Jesaja. Da geht es aber darum, dass man früh aufsteht am Morgen. Der Herr weckt mich jeden Morgen, dass ich höre, wie Jünger höre. Genau. Können wir nachher nochmal gleich anschauen. Aber lass uns kurz noch das hier im Evangelium zu Ende machen. Wir müssen uns nämlich beeilen. In Matthäus 13, jetzt kommen wir zu einem Gleichnis. Oh, jetzt habe ich schon gesagt. Matthäus 13, Vers 9. Und das erklärt auch noch eine ganze Menge. Schauen wir mal, Matthäus 13, Vers 9. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Worum geht es in den Versen vorher? Das Gleichnis vom Seemann. Also es geht um ein Gleichnis. Was braucht man, um das Gleichnis zu verstehen? Ohren. Jetzt sind mit diesen Ohren die ganze Zeit, sind damit unsere Ohren gemeint? Die hier? Warum? Weil man kann, wisst ihr, dass man mit unseren buchstäblichen Ohren gar nicht, also versucht mal versucht euch mal zu entscheiden, nicht zu hören. Das geht nicht, ja? Das heißt, wenn ein Prediger predigt, hören wir alle, solange wir in der Nähe des Schalles sind, ja? Aber trotzdem hören viele nicht. Ja, sie hören nicht. Und Matthäus 13 ist ein Gleichnis darüber, wie man hört. Ja? Wie viele Böden gibt es in Matthäus 13? Böden. Vier nicht. Ja? Der erste Boden ist der. Also der Seemann geht aus, nicht wahr? Streut den Samen aus. Der erste Boden ist der auf dem Felsen, nicht wahr? Können wir den Vers am Weg? Nee. Eigentlich ist viel an dem Weg und die Vögel kamen nur fraßen. Anderes aber viel auf dem felsigen Boden. Das ist das zweite. Ja, genau. Genau. Das sind vier Bodenarten. Also lasst euch nicht jetzt irritieren, ganz ruhig. Das ist ziemlich, ziemlich unstrittig. Es gibt vier verschiedene Bodenarten. Darum geht es. Das Gleichnis geht um die vier, also der Seemann streut aus in vier verschiedenen Fällen und wir werden gleich sehen, wie das sich entwickelt. Der erste ist der Weg, okay? Was haben wir auf dem Weg? Wir kommen gleich. Erstmal haben wir Weg, nicht wahr? Wenn man Samen auf den Weg streut, was passiert? Wie ist der Boden auf einem Weg beschaffen? Das ist ja kein Asphaltweg, nicht wahr? Aber es ist trotzdem ein... Warum? Weil man da schon immer drauf trampelt, nicht wahr? Wenn ich da also jetzt den Samen raufwerfe, was passiert mit dem Samen? Der bleibt oben, weil es festgetrampelt, richtig? Kann keine Wurzel fassen. Kommt nicht mehr rein. Kann nicht von wegen Wurzel fassen. Kommt gar nicht rein. Wofür steht der Same? Das Gottes Wort Gottes. Gibt es Menschen, die das Wort Gottes dazu in Berührung kommen, aber es nicht mal irgendwie hineinkommt? Die so festgetrampelt sind. Warum sind die festgetrampelt? Das ist einfach der ganze Alltag, ich weiß, es ist einfach so fest alles, es ist gar keine Kammer offen, dass irgendwas reingeht. Ja, es kommt rein und dann kommen die Vögel und schnappen es weg. Wer sind die Vögel? Konkreter, ihr habt übrigens immer die Auslegung, wenn ihr nachblicken wollt, in Abvers 18, ja, wenn ihr es nicht mehr euch erinnern könnt. Kommt der Böse. Der Böse ist der Satan. Ja. Das heißt, es gibt Menschen, jeder Mensch hört das Evangelium irgendwann, aber viele sind wie der Boden, wie der Weg. Sie haben es irgendwo gehört, aber sie haben gar kein Interesse dafür. Ist einfach, und Satan reißt es sofort wieder weg. Könnt ihr sich erinnern, oberflächlich. Der zweite Boden ist was? Ja. Felsiger Boden oder Steine. Das heißt, wo sind die Felsen? Die Felsen sind irgendwo mitten im Boden. Ja? Kommt der Same in den Boden rein? Da steht nicht, dass es ein Felsen ist. Der Same wird nicht auf Felsen, sondern es ist ein felsiger Boden. Das heißt, der Boden, das Boden, das sind Felsen mittendrin. Der Gedanke, schaut mal, genau, das heißt, wo es nicht viel Erde hatte, genau. Das heißt, entweder sind so nach 5 cm ein Felsen und vielleicht gucken wir mal einen Felsen irgendwo raus, nicht wahr? Wir wissen nicht genau. Ja?
Aber es kann schon reinkommen. Aber das Problem ist, es hat keine tiefe Erde. Ja? Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrt es. Was ist die Auslegung? Schaut mal in Vers 20. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört. Und wie? Also hier geht das Wort schon hinein. Könnt ihr das sehen? Das wird nicht abgelenkt. Es kommt hinein und zwar mit Freuden. Es geht ganz schnell nach oben. Ja? Es wächst. Ganz schnell. Enthusiastisch. Aber was passiert dann? Was ist die Sonne? Bedrängnis, Verfolgung. Es gibt Menschen, die hören das Wort Gottes und sind super begeistert. Ja? Aber als sie merken, dass sie deswegen verfolgt werden, dass sie deswegen vielleicht ihre Arbeitsstelle verlieren, dass sie deswegen ihre Freunde verlieren, hat das Wort keine Zeit gehabt, Wurzeln zu schaffen. Und sie geben es wieder auf. Das ist der zweite Boden. Ihr werdet sehen, diese Böden, die entwickeln sich nach und nach. Es wird immer tiefer. Was ist der nächste Boden? Aber übrigens, was sind wohl diese Felsen, die da unten das Wurzel schlagen? Habt ihr eine Ahnung? Was könnten wohl diese Felsen darstellen im Boden, die das verhindern, dass da Wurzeln geschlagen werden? Die kommen noch, die Sonne des Lebens. Tradition. Gibt es irgendwo in der Bibel etwas Steiniges, was in uns ist? Das steinernen Herz nicht. Ja? Das heißt, diese Menschen, die vielleicht intellektuell das aufnehmen und das auch interessant finden, haben es noch nie gehört. Sie sind auch aufmerksam. Sie sind nicht gleichgültig wie die Ersten. Sie sind aufmerksam und finden das toll. Wahnsinn, 1844. Oder wow, der Papst der Antichrist. Wow, die Prophezeiung USA, das ist ja unglaublich. Aber in ihrem Herzen verändert sich nichts. Das Herz ist stein wie hart, immer noch egoistisch. Und wenn dann plötzlich eine Verfolgung kommt oder was auch immer, dann wollen sie damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt kommt der dritte Boden. Der dritte Boden hat was? Hat er noch Felsen im Boden? Wohl nicht, ja. Also zumindest steht es nicht da. Ja. Aber was ist das Besondere? Das dorniger Boden. Ja. Also hier können Pflanzen wachsen. Ja. Die überstehen auch die Hitze. Ja. Aber das Problem ist, was ist das Problem an diesem Boden? Also, das sind andere Pflanzen, die nebenbei wachsen. Ja? Also hier ist nicht das Problem, so das Herzensproblem, dass das Herz gar nicht gebrochen ist. Ich würde sagen, das ist sogar jemand, der wirklich sein Herz geändert bekommen hat, ja? Der wirklich verändert worden ist. Das kann Wurzeln schlagen. Ja? Man ist verwurzelt im Glauben, aber es gibt andere Dinge, die man nicht ausreißt, die nebenbei wachsen und dann das überwuchern. Was sind diese Dinge? Sorgen des Lebens, was haben wir noch? Betrug des Reichtums, ja. Und an einem Parallelgleichnis in, ich glaube, in Lukas und Markus steht auch die Vergnügung der Welt, ja. Das heißt, da gibt es Menschen, die sind wirklich von dem Wort Gottes begeistert und wirklich verändert, aber reißen nicht die Dinge aus, die das am Ende wieder auslöschen können, ja. Also ich kann wirklich bekehrt sein, zunächst mal, und Wurzeln schlagen im Wort Gottes. Wenn ich aber weiter meine Vergnügung so ab und zu mache, nicht wahr? Wachsen die und überwuchern dann am Ende das wieder. Es nimmt dann wieder ab. Ja? Und das ist eine andere Form, die aber genauso gefährlich ist und die am Ende auch dazu führt, dass keine Ernte entsteht. Jetzt kommt der vierte Boden. Was ist am vierten Boden? Ist gut. Woran erkennt man gutes Erdreich? Also jetzt, wir sind ja alle keine Bauern mehr. Aber was macht der Bauer, damit es gutes Erdreich ist? Zuerst mal wird es umgekehrt. Ja? Der Erdboden muss aufgebrochen werden und er muss umgekehrt werden. Müssen wir gebrochen werden? Müssen wir umgedreht werden? Was macht man noch? Man muss die Felsen herausnehmen und muss der Bauer nicht auch immer wieder Dornen und Unkraut? Ja. Das heißt, der Bauer hat eine Aufgabe, den Boden zu bereiten, dann hat er auch die Aufgabe, den Boden immer wieder zu pflegen und aufkommende Dornen und Disteln, die immer mal kommen können, wieder zu entfernen. Ja? Und genau das sind die hören. Wer ein Ohr hat, der höre. Das sind diejenigen, die überhaupt erstmal aufmerksam sind, nicht wie die dann auch wirklich ihr Herz sich verändern lassen und die auch genügend Zeit nehmen und andere Dinge, die aus ihrem Leben verbannen, die das Evangelium vielleicht behindern könnten. Das sind die hören. Das heißt, dieses Gleichnis illustriert eigentlich ganz genau, was bedeutet es zu hören. Ich muss mir die Frage stellen, habe ich überhaupt Zeit für das Wort Gottes?
dann erlaube ich dem Wort Gottes Wurzeln zu schlagen in mir und dann bin ich bereit, andere Dinge zu entfernen aus meinem Leben, weil sie vielleicht das Umsetzen des Wortes Gottes verhindern. Genau. Jetzt zum Schluss. Übrigens, ich wünschte, wir könnten noch mehr studieren, aber nur so als, noch als Hinweis. Jesus sagt in Matthäus 13, schaut mal, ab Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Das ist übrigens, Ellenweit sagt, Matthäus 13, Vers 3 bis 9, das ist das Mustergleichnis. Wisst ihr das? Das ist das Gleichnis, mit dem man alle anderen Gleichnisse erklären kann. Vers 11 sagt, er antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Auf Deutsch, die einen hören, die anderen hören nicht. Die einen lesen Offenbarung, verstehen es, die anderen verstehen es nicht. Die einen lesen Daniel, die Verständigen werden es verstehen, die Unverständigen werden es nicht verstehen. Die einigen lesen die Bibel und bekehren sich, die anderen nicht. Die einen werden gerettet, die anderen nicht. Das sind zwei Gruppen in der Gemeinde, alle hören dieselben Predigten, hören dieselben Seminare, haben dieselbe Sabbatschullektion, dieselbe Bibelübersetzung, dieselben Weitbücher. Die einen werden gerettet, die anderen nicht. Weizen und Unkraut. Ratet mal, was Jesus nach dem Gleichnis sagt, Weizen und Unkraut. Was sagt er wohl? Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Wer ein Ohr hat, der höre. Wir müssen uns bewusst sein, mit allem, was wir hören in der Gemeinde, was wir selbst lesen, das ist der Schlüssel. Wer ein Ohr hat, hast du ein Ohr, dann höre zu. Nutz die Gelegenheit, wenn eine Predigt kommt oder wenn du selbst studierst, wenn du anders machst, nutz die Gelegenheit zu sagen, hey Gott, was möchtest du mir sagen? Und lass es nicht einfach nur einen interessanten Vortrag sein, wo du mal wieder was lernst über Theologie. Versteht ihr, was ich meine? Wer ein Ohr hat, der höre. Die Juden haben den Fehler gemacht, die haben immer nur Theologie erwartet. Ah, oh, was sagt der Rabbi so und so, interessant. Ja, passt zu Rabbi so und so, ja. Die konnten es auswendig, haben nicht gehört. Genau, wir müssen aber leider zum Schluss kommen, deswegen lass uns weiterlesen. Vers 12. Denn wer hat, das ist interessant, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Im Kontext bedeutet das, wer schon versteht, wird noch mehr verstehen. Ja? Wer sich Mühe gibt und schon von Gott Licht bekommt, der wird noch mehr bekommen. Und dann, wer das aber nicht hat, wer nicht hören möchte, von dem wird das Wenige, was er noch an Wissen hat, noch weggenommen werden. Lass mich das so illustrieren. Jemand, der von Gott Wissen bekommt und sich bemüht und hört, der bekommt mehr Licht und mehr Licht und mehr Licht. Ellen White sagt, wir können jeden Tag ein Fest guter Dinge haben im Bibelstudium. Und da gibt es Menschen, die wissen zwar die 28 Glaubenspunkte, ja, das ist hier reingetrichtert, aber sie bemühen sich nicht. Sie werden am Ende der Zeit noch das verlieren, was sie haben. Sie werden den Sabbat aufgeben, sie werden verführerischen Dämonen glauben und so weiter. Ja. Sie werden das verlieren. Wer ein Ohr hat, der höre. Schaut mal Vers 13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und doch nicht hören und nicht verstehen. Und dann zitiert er aus der Weissagung von Jesaja, aus Jesaja 6. Wir haben nicht die Zeit, das anzuschauen. Aber in Jesaja 6 geht es darum, wie Jesaja als Prophet Gottes zum Thron kommt. Ja, kennt ihr die Geschichte, wo er in den Tempel hineinkommt und der Thron sich offenbart? Und er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und er wird mit der Holzkohle berührt. Ja? Er wird gesühnt. Und dann kriegt er den Auftrag, predige zu diesem Volk. Aber dieses Volk wird gegen dich sein, nicht wahr? Es wird nichts hören wollen und so weiter. Könnten wir noch viel mehr zu sagen. Nur, dass ihr wisst, dass Jesus sich genau darauf bezieht. Im Alten Testament war schon vorher gesagt, dass diese Botschaft vom Evangelium von den meisten nicht angenommen werden wird, bis auf einen kleinen Überrest. Letzter Vers für heute, in Johannes 10, Vers 27. Johannes 10, Vers 27. Ah, erst bevor wir 27 lesen, Vers 5, vorletzter Vers. Vers 5, da geht es um die Schafe. Johannes 10 ist das berühmte Kapitel mit dem guten Hirten, kennt ihr das? Da sagt Jesus einem Fremden, aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht, die Schafe. Ein Schaf folgt niemals einem fremden Hirten. Dann heißt es in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Im Kontext, Offenbarung 13, Vers 9, am Ende der Zeit wird es zwei Hirten geben. Der eine Hirte sagt, kommt her, alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Kommt her und lasst uns trinken vom Wein der Unzucht. Und alle werden sich wundern. Und alle werden kommen und alle werden trinken. Aber eine Gruppe
würde sagen, den Hirten kenne ich nicht. Das ist ein Dieb, das ist ein Räuber. Der ist hineingekommen, um zu stehlen. Sie werden fliehen, weil sie die Stimme nicht kennen. Sie werden zu dem anderen Hirten gehen, der auch ruft, kommt her, alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Da werden die Schafe sagen, die Stimme kenne ich. Das ist die Stimme meines Heilands. Sie werden kommen. Und wenn sie aus Babylon kommen müssen, nicht wahr? Sie werden kommen. Die Frage ist, hörst du Gottes Stimme? Manche von uns wünschen sich ja, dass Gott leibhaftig zu uns spricht, nicht wahr? Schon mal gewünscht, dass Gott so hörbar spricht? Frag mal die Israeliten, wie sie sich gefühlt haben, als Gott hörbar zu ihnen gesprochen hat. Als sie nicht bereit dafür waren. Sie haben ganz schnell gesagt, danke, stopp. Aber wir haben das Wort Gottes. Genauso, als würde Gott buchstäblich zu uns sprechen. Genauso, ist genau das Gleiche. Macht ja keinen Unterschied, ob ich zu dir rede, ob ich dir eine E-Mail schreibe. Es ist genau das Gleiche. Ja, du weißt genau, was ich möchte. Und wenn wir hören und das so annehmen, wenn wir ernsthaft das als Wort Gottes zu uns nehmen, dann werden wir ihm folgen. Und dann kann in Offenbarung 13 am Ende der Zeit kommen, was da will. Ja, und wenn die ganze Welt in den Abgrund rennt, ich kann stehen bei meinem Erlöser, weil ich ihn kenne. Und das ist das ganz einfache Geheimnis. Hörst du die Stimme Gottes? Wollen wir noch beten zusammen? Und ihn bitten, dass er zu uns spricht, wann immer wir Bibel lesen. Lass uns doch niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass dein Wort so viel Freude macht zu studieren und dass man so viele interessante Dinge erkennen kann und dass dein Wort für jeden Einzelnen von uns persönliche Botschaften enthält. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du zu uns sprichst und dass dein Wort uns Kraft gibt und Motivation gibt und Freude gibt, jeden Tag aufs Neue. Bitte vergib uns, so wir in der Vergangenheit vielleicht einfach nur noch routinemäßig eine Bibel gelesen haben oder aus Pflichtgefühl oder aus welchem Grund auch immer. Bitte vergib uns, wenn unser Alltag uns so sehr beschlagnimmt, dass wir keine Zeit für dich haben oder wenn uns ein hartes Herz nicht erlaubt, das Wort tief Wurzeln fassen zu lassen oder wenn wir uns so viel Sorgen machen und so viel weltlichen Dingen hinterherrennen, dass wir das Evangelium ersticken. Bitte grabe du unser Herz ganz neu um. Brich es und kehre es um und reinige es von Steinen und von Disteln und von Dornen, dass dein gutes Wort hineinkommen kann, dass es Wurzeln fassen kann und dass es wachsen kann und Frucht tragen kann für die Ewigkeit. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns segnest nach deiner Verheißung und dass das Wort, das wir heute studiert haben, so wie du es gesagt hast, weil du es gesagt hast, nicht leer zurückkehrt, sondern ja, wie das Wasser des Lebens bis in die Ewigkeit quillt. Wir bitten dies alles im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, nächste Woche sehen wir uns wieder. Dann werden wir lernen, was James White erlebt hat mit den Milleriten. Und wir werden sehen, was Offenbarung 13, Vers 10 zu bieten hat. Da gehen wir ein bisschen in die Prophetie hinein. In das geschichtliche Studium wird sehr, sehr spannend werden. Und das ist ja dann schon eine Überleitung zum zweiten Tier aus Offenbarung 13. Und da gibt es ganz viel zu studieren. Bis dann wünsche ich euch Gottes Segen. Viel Freude, kommt gut nach Hause und bis bald auf joelmediatv.de. Amen.